Schönen guten Morgen, wir haben kurz vor 9 und ich bin unterwegs zu meiner ersten Störung nach Donaueschingen. Ja, brauche jetzt so circa eine halbe Stunde rum. Ne? Ja, mittlerweile bin ich in Donaueschingen angekommen, bin jetzt auch gleich beim Kunden. Und zwar, das ist ein Geschäftskunde mit einem S2M-Anschluss, also mit einem Primär-Multiplexer, also einem großen ISDN-Anschluss, mit bis zu 30 Kanälen, und er bemängelt Performance-Probleme, also sprich Abbrüche, schlechte Sprachqualität und so weiter. Und ja, das muss ich jetzt erstmal prüfen und gucken, was Sache ist. So, ich bin im Serverraum des Kunden. Und bei mir geht es jetzt um dieses Modem, das ist ein SHDSL-Modem und das stellt praktisch einen Primär-Multiplexer zur Verfügung. Hier steht Telefonanlage des Kunden. Ja, jetzt müssen wir ein paar Messungen machen, gucken, ob ich was finde. Ja, zwischendurch musste natürlich die Telefonanlage des Kunden abhängen, das heißt, er kann im Moment nicht telefonieren, auch nicht angerufen werden. Muss also schnell gehen und ich bin jetzt mit meinem Argus 145, meinem alten Knochen drauf und mache jetzt hier gerade meinen Bitfehler-Test. Ja, und nebenher klingelt es natürlich da, weil die Kunden natürlich hier anrufen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht rangehen und eben sagen, dass wir gerade einen Test machen. Ja, und obwohl ich jetzt nicht einen einzigen Bitfehler gemessen habe bei meinem BERT-Test, wollte der Netzbetreiber, dass wir hier doch einen Sicherheitstausch machen. Und jetzt habe ich ein neues Modem dran und ja, das ist das alte, das nehme ich jetzt mit. So, von meiner Seite mal erledigt. Ja, kann man schlecht sagen. Also die hatten gestern Nachmittag irgendwie ein paar Ausfälle, aber kann auch mal sein, die Telekom macht irgendwas am Leitungsnetz oder Telefonanlage, ist immer schwierig zu sagen bei sowas. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal das SHDSL-Modem zur Sicherheit getauscht, ne, um das auszuschließen. Und jetzt muss der Kunde halt weiter beobachten und sich dann gegebenenfalls nochmal melden. Na, so, für mich geht's weiter. Ja, jetzt geht's weiter. Und zwar, jetzt gibt's wieder ein Stück Fahrerei, denn ihr wisst, ich bin in Donaueschingen. Das ist so Großraum Villingen-Schwenningen für alle, die hier nicht so ortskundig sind. Ja, und jetzt geht's Richtung Stuttgart. Da habe ich nämlich um 12.30 Uhr einen Fixtermin in Böblingen. Hoffe aber, dass ich eventuell noch ein paar Derangierungen in Stuttgart und Umgebung hinbekomme. Also muss Gas geben. Ja, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Also ich habe jetzt einfach noch kurz eine Rast gemacht, mir noch was zum Essen zugeführt und noch ein paar Termine gecheckt für heute Mittag. Und jetzt fahre ich erst nur nach Sindelfingen, hole dort noch eine alte Hardware ab und dann 12.30 Uhr nach Böblingen, ebenfalls um alte Hardware abzuholen. Also, brauche jetzt ein bisschen.
Ja, mittlerweile bin ich angekommen in Sindelfingen. Und zwar muss ich jetzt zu einem Hotel und dort Hardware abholen, die nicht mehr benötigt wird, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, ein Router und ein Muxer, ich muss aber genau gucken. Auf jeden Fall wird die Hardware dann wieder dem Netzbetreiber zugeführt, ne, für keine Ahnung für was. Jo, mittlerweile bin ich hier beim Kunden am Serverschrank. Auch geil, ich glaube, das ist eine alte Beschallungsanlage, ne, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall habe ich meine Geräte schon gefunden. Das ist einmal der 2921 von Cisco, der muss raus. Und der Huawei Muxer hier unten, ja, und das schraube ich jetzt erstmal. So, Geräte sind rausgeschraubt, da stehen sie, jetzt muss ich sie nur noch ins Auto schleppen und dann geht's weiter. So, erledigt, weiter geht's zum nächsten Kunden. So Chef, alles erledigt, gell? Genau, und du musst die Garagentür abschließen. Ja, das mache ich so. Ja, und dann schnell eine rauchen. Und hier hat es jetzt echt leicht angefangen zu schneien. Ne? Also ganz ein paar Flocken fallen hier. So, weiter geht's. Und zwar jetzt geht's nach Böblingen. Ja, das sind ein paar Kilometer hier von Sindelfingen. Ebenfalls nicht mehr benötigte Hardware abholen. Ja, und dann ist aber mein Kofferraum echt voll. Ne, reicht's. Ja, ich fahre übrigens irgendwo mitten durchs Wohngebiet und mein Kennzeichenerkennung zeigt rotzfrech 100 an, gell? Geil. Geile Nummer. So, jetzt muss ich aber leider rein arbeiten. So, ich krieg gleich schon wieder den Föhn hier, denn ja, ich war jetzt in Böblingen bei der Niederlassung von dieser Firma, wo ich hätte Hardware abholen sollen. Hier wusste kein Mensch Bescheid und hin und her, dann habe ich mal die Projektleitung angerufen. Dann sagt die zu mir, ja Moment, die Abholadresse ist in Tübingen. Da ist doch gar nichts, was ist denn los? Auf jeden Fall, ja, war hier die Adresse falsch eingetragen und ich fahre jetzt nach Tübingen. Hurra! Ja, das heißt dann, dass meine Derangierungen in Stuttgart für heute auch gestorben sind, aber das wird dann auch gerade wurscht. Mal die halt nächste Woche, so wichtig sind jetzt auch nicht, ne? Ist halt so. So, jetzt muss ich kurz umparkieren. Der Kunde hat das Zeug schon ausgebaut, Gott sei Dank. Das heißt nur noch einladen. Mittlerweile habe ich die zwei Geräte noch an Bord. Das ist noch ein 1921er, ein alter von Cisco. Und nochmal ein Huawei Muxer. Und jetzt war's das. Hoch die Hände, Wochenende. Jetzt ist soweit. Ja, ich habe jetzt nochmal Disponent angerufen, ob er hier noch irgendwas hat. Da hätte er das noch schön mitgemacht, aber nichts mehr. So, das heißt, ich fahre jetzt nach Hause. Es sind auch nochmal so eine Stunde locker von Tübingen nach Tuttlingen. Hab mir sowas für die Nerven geholt. Eine Süßspeise, ne? Für die Fahrt, damit es nicht so langweilig wird. Ja, auf jeden Fall
Am Wochenende kommen wieder zwei YouTube-Videos. Muss jetzt auch noch schneiden. Samstag und Sonntag 19 Uhr. TikTok wird ein bisschen was gehen. Und ansonsten ja, wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Und bis Montag. Bye, bye.